Wenn Freunde, wird der Part aufgenommen. Ansonsten sage ich nochmal: Hallo, ich, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arcanum. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen angefangen hier zu spielen. Ich habe keine Kugel mehr. Aus dem Grund gehe ich jetzt erstmal nach Nebelbergen und hier oben seht ihr die Reise, die Reisezeit. Jetzt ist es Tag der über hier. Der Joachim wohnt im Gasthof neben der Bank. Ja. Aktuelle Zeit 4.47 Uhr und 53 Sekunden und hier geht die Zeit immer weiter, geht relativ schnell. Das aktuelle Datum, der 3.1.1885. Im Logbuch dürfte sich doch hier erst wieder was Neues dazu kommen. Ein seltsamer Schrein an der Hauptstadtstelle zeigte folgende Inschrift: Und seine Seele wird wiedergeboren an der vorigen Flügel in Bergen, die der Nebel verhüllt. Archon 5.16. Satz 5, Vers 16, irgendwie sowas, wird das genommen, oder wird das ausgesprochen. 1642, der Lebendige bezeichnet die Reinkarnation eines Elfen namens Nasruddin, eines mächtigen Elfenmagiers. 1713, an der Abstellstelle wurde ich von einem seltsamen Mann angegriffen. Er wollte unbedingt wissen, was ich dort zu suchen hatte, und attackierte mich nach einigen weiteren, wenigen Fragen. Ich fürchte, dass hier etwas sehr Merkwürdiges vor sich geht. Gut. Hier haben wir den Bürgermeister, glaube ich. Womit kann ich dienen? Ich habe gerade einen Schrecken über den durch die Namen erfahren, Sir. Ich bin Constable Owens. Ich vertrete in dieser Stadt das Gesetz. Könnte ich euch behilflich sein? Ich hatte ein paar Fragen vorher, falls ihr einen Moment Zeit habt. Natürlich fahrt fort. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Ich werde das jetzt nicht alles... Okay, das ist jetzt zum Beispiel eine Mission. Ich werde nicht mal alles vorlesen, weil viel, viel Text hier dabei ist und einfach nur bestimmte Informationsquellen. Die alte Bestie liegt westlich der Stadt und dann etwas nach Norden. Die Leute gehen nicht mehr auf der Tenne. Die Bürger von dem werden sie ein bisschen abergläubisch wie eine alten Bessie. So. Sie fühlen sich ziemlich teuer aus, aber mich braucht ihr nicht zu fragen. Ihr solltet zu Ristes, dem Importeur, gehen. Er hat in der Stadt ein Geschäft. Ich habe ihm gerade den Ring gezeigt. Ah, hier ist zum Beispiel eine Kirche, die kann, ein Tempel. Okay, ein Tempel. Hier sind Ratten halt drin, weißt du? Ratten. Was ich jetzt aber erstmal haben möchte, sind Kugeln. Der Typ, Gnomdorfmoder, der ist auch noch wichtig. Hier haben wir Ristes Importartikel. Da haben wir Ristes. Und wer seid ihr, werter Herr? Ich bin Ristes, Importeur edler Waren und Raritäten aus aller Welt. Nirgendwo findet ihr unglaublicheres Angebot an fantastischen Kuriositäten aus allen vier Ecken Arcanums und der Welt. Ihr sucht nach etwas Bestimmtem, richtig? Faszinierend. Würdet ihr mir wohl ein paar Fragen beantworten? Womit kann euch Ristes dienen? Was könnt ihr mir mit diesem Ring erzählen? Du zeigst mir den Ring. Interessant. Ein feines Schmuckstück. Was genau wollt ihr von Ristes? Woraus ist es gemacht? Ich bin nicht sicher, aber Ristes würde sagen, dass das aus Silber gefertigt ist, sogar aus feinem Silber. Beachtet doch, wie es glänzt. Ristes würde auch sagen, dass das nicht in der Nähe von Nebelbergen hergestellt wurde. Nichts dieser Qualität könnte an diesem Ort entstanden sein. Wo könnte solches Silber abgebaut werden? Mit Sicherheit nicht in der Bessie-Tune-Mine hier in Nebelbergen. Bessie-Tune, ha! Ich spuck auf Bessie-Tune und Nebelbergen. Allein schon die Idee. Immer mit der Ruhe, Ristes. Sprechen wir über die Initialen GB. GB? Das sagt mir nichts. Außerdem ist es unmöglich, dass irgendjemand in Nebelbergen ein Schmuckstück dieser hohen Qualität besitzen könnte. Die Leute hier würden es wahrscheinlich einschmelzen und daraus Nägel machen. Oh, allein die Vorstellung schon schmerzt, wie Ristes hier vor sich hingesiecht ist. Weiß in der Stadt vielleicht irgendjemand, wem das gehören könnte? Einen Moment bitte, vielleicht hat Ristes einige Fragen an euch. Zum Beispiel, wie jemand wie ihr an dieses Stück, an ein Stück wie dieses gekommen ist. Ein Opfer des Zeppelin-Absturzes hat es mir gegeben. Ihr seht der Reaktion 48, mal gucken, ob sich das ändert. Zeppelin-Absturz? Welcher Zeppelin-Absturz? Warum besitzt niemand den Anstand, Ristes darüber zu informieren, wenn sich eine Tragödie ereignet? Seid ihr in Ordnung? Gab es dort noch andere Überlebende? Nein, das sieht so aus, als hätte nur ich Glück gehabt. Ich verstehe. Tja, Ristes hilft immer, wenn jemand in Not ist. Nehmt dieses kleine Geschenk an. Ristes ist ein Geschäftsmann, aber er hat auch ein Herz. Sagt mir, gab es dort noch andere Objekte, die nun ja niemandem mehr gehörten? Vielleicht ist das etwas später. Ich denke, das meiste von dem, was ich dort befand, wird den Angehörigen überstellt werden müssen. Natürlich, natürlich. Ich frage nur wegen der armen Verblichenen. Ristes würde niemals auch nur im Traum daran denken, das Eigentum der Toten zu flattern. Aber wenn jemand anders diese Dinge zu Ristes bringen würde. Ja, ja, Geschäft ist Geschäft. Ah, ein Mann nach Ristes Geschmack. Nun denn, womit könnte Ristes euch sonst noch behilflich sein? Ich wüsste gerne etwas zu der Gravur P. Scheuler und Söhne. P. Scheuler und Söhne, das ist ziemlich wichtiges in diesem Puzzle, nicht wahr? Ristes war ziemlich freigebig in Informationen, ja? Was habt ihr Ristes anzubieten? Was wollt ihr dafür als Gegenleistung? Also, Ristes ist ein Sammler, merkwürdige und wunderbare Dinge. Vielleicht gab es ein paar Dinge, die ihr zur Ristes-Kollektion beisteuern wollt. Was für Dinge sucht ihr genau? Eigentlich zwei Dinge. Wenn ihr eine Kamera finden würdet, das technologische Wunder, oder etwas aus Bessie Tions Besitz, würde euch Ristes etwas über P. Scheuler und Söhne erzählen, wo ihr so finden könntet. Hört sich gut an, ich werde mit dem einen oder beiden zurückkehren. Was ich nämlich machen möchte, ich möchte ihm nicht die Kamera geben.
So, hier haben wir das Tauschgeschäft. Er hat dummerweise, interessanterweise keine... Die Schaufel ist noch interessant. Keine Kugeln. Die hat wohl nicht er. So, und er hat jetzt hier theoretisch ein rostiges Schwert und halt ein Bezauberungsmedaillon mit, FWM. Keine Ahnung. Magische Energie verfügbar, 50% Ladung und 4. Gut, er hat keine Kugeln, das heißt, ich muss vermutlich zum Schmied gehen. Hier haben wir übrigens noch eine Tonne, eine Mülltonne. Da gibt es auch noch interessante Dinge teilweise drin. Metallplatten werde ich mir... habe ich eigentlich. Die Blechdose könnte man mitnehmen. Und die Kohle. Und der Rest hier zum Beispiel, Lumpen könnte man später für Molotow-Cocktails benutzen. Metallspäne brauche ich eigentlich auch nicht. Getragenen Schuh überhaupt mal, um was zu haben. Da. WS. Widerstand Schaden müsste das sein. 1%. Widerstand Schaden 2%. So, und hier haben wir Gullions Metallarbeiten. Dürfte ich für euren Namen erfahren, Sire? Seid gegrüßt, ich bin Lloyd Gullös, der örtliche Schmied. Wie kann ich euch heute behilflich sein? Freut mich, Lloyd. Darf ich euch einige Fragen stellen? Welche Dienste bietet ihr an, Lloyd? Ich brauche die Ausbildung zum Lehrling. Reparieren, Schlösser knacken, Feinde schaffen. Vergesst es. Ich brauche noch immer eure Dienste. Wie wäre es mit einem Tauschgeschäft? Hier haben wir zum Beispiel eine Riesenrüstung, eine Schreckensrüstung. Rüstungsklasse 19. Widerstand Schaden, Widerstand Feuer und GA ist... keine Ahnung. Und hier unten hat er zum Beispiel Kugeln. 60 Kugeln, die kosten uns 300. Etwas teuer. Und die zum Beispiel... das ist stark, können wir erstmal verkaufen, das brauchen wir noch nicht. Diese bestimmten Händler, die kaufen halt nur bestimmtes Zeug an. Der zum Beispiel möchte halt diesen ganzen Kram nicht. Er möchte nur Metallisches haben, was er selber verwerten kann. Und wir kaufen mal so viele Kugeln, wie wir können. Das ging irgendwo... nee, so ging das nicht. 5 Münzen, also 30, 29 Münzen kann ich nur kaufen. Und wo ging das mal schneller? Hellmünze habe ich noch, okay. Wie läuft das Geschäft denn so? Wer ist denn die alte Bessie Tune? Was? Ich verstehe, welche Art von Erz braucht. Die hört sich nach einem... okay. Und etwas reines, pures Erz wird es mir nicht möglich, eine Klinge zu schmieren. Wenn ihr solches Erz finden könnt, dann mache ich da, was übrig bleibt, gern einen durch. So, jetzt haben wir zum Beispiel von ihm eine Mission bekommen. Hier ist die Tür verschlossen. Immer noch eine Tonne. Sind sogar noch interessanter. Holzkohle können wir noch. Hier haben wir zum Beispiel Revolverteile. Zack, jetzt haben wir hier 8. Das können wir ablegen. Hier, das können wir. Zack, ablegen. Das liegt dann hier halt. Getragene Schuhe. Slim Pickens. Der nächste. Welche Art von Warnung? Könnt ihr mir etwas über den Ring, den ich... Du beschreibst den Ring. Das ist ein wirklich auserlesener Ring. Bewahrt ihn gut auf. Vielen Dank. Interessiert einem kleinen Geschäft? Hier haben wir zum Beispiel auch noch. Ich glaube, der Ringe waren günstiger gewesen. Ne, auch 240 hat er allerdings. Er hat wirklich viele Kugeln. Wein. So, mit Rest kann man das auch verkaufen. Elektrolytlösung, die brauchen wir nicht. Ja, eine Blechdose kann er erstmal haben. Die Kohle möchte er auch nicht haben. Kräuter auch nicht. Ah, das wenigste möchte er hier haben. Ich könnte mir wieder neue Kugeln kaufen. 3 Stück. Ja, am Anfang ist es mit den Kugeln noch relativ schwierig. Es gibt allerdings einen Trick, um ein bisschen Gold zu kommen. Ah, wir können mit dem Gnome reden. Wenn wir jetzt vorbeilatschen, spricht er uns automatisch an. Ja. Der Mann vorliest ein jüngerer mit einem Maßanzug bekleideter Gnome. Verzeiht mir, aber es war nicht zu übersehen, dass ihr hier neu in der Stadt seid. Ich habe das von der IFCV gehört. Wart ihr an Bord des Tablets, als er abstürzte? Ja, das war ich allerdings. Oh, dem Himmel sei Dank. Dann gab es also Überlebende. Sind die anderen auch hierher gekommen? Wo sind sie untergebracht? Es gab keine anderen Überlebenden, nur ich alleine habe überlebt. Seid ihr sicher? Der Gnome scheint völlig niedergeschlagen. Mein älterer Bruder, er war auch in dem Zeppelin. Ein gnomischer Gentleman höheren Alters. Habt ihr ihn vielleicht gesehen, Sire? Ich habe einen Gnome gesehen, du beschreibst ihn, es tut mir leid, aber er starb. Ich habe einen Gnome getroffen, wie sagt ihr, war euer Name? Na, machen wir das Erste. Sein Gesicht wird blass. Nein, nein, nicht Preston. Er schweigt einen Augenblick und wendet den Blick ab. Ich verstehe, vielen Dank, Sir. Ihr habt mir sehr geholfen. Wartet, er sagte mir, dass ich den Jungen finden soll, um ihm diesen Ring zu geben. Ich verstehe. Er blickte den Ring sehnsuchtsvoll an. Das war sein Einfamilienerbstück. Er ist den Tränen nahe. Sogar im Angesicht des Todes galt sein letzter Gedanke noch seiner Familie.
Er schien sehr erregt, sagte, dass er von irgendwo entkommen sei. Wirklich? Der Mann schien überrascht, ein bisschen nervös. Naja, Preston wurde langsam alt. Manchmal hatte er einige Schwierigkeiten damit, genau zu wissen, wo er gerade war. Er war im Ausland. Er senkte die Stimme, wurde dort behandelt. Entweder ihm geben oder wenn ihr euch ausweisen könnt, gebe ich euch den Ring. Er scheint ob deiner Zweifel verletzt. Sir, das ist eine schwere Zeit für mich. Ich habe meinen Pass nicht dabei. Ich muss ihn auf dem Weg hier verloren haben. Er sieht wütend aus, frustriert. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr mir den Ring geben würdet. Bitte, er gehört mir. Vielleicht könnt ihr den Ring in allen Einzelheiten einmal beschreiben. Sein Gesicht wird rot. Er wird immer nervöser. Bitte, hört, ich habe einen langen Weg hinter mir. Es ist Jahre her, seit ich diesen Ring zum letzten Mal gesehen habe. Er beißt die Zähne zusammen und atmet tief aus. Also, ich werde euch dafür bezahlen. Ihr seid verdächtig. Du, nimm den Ring einfach. Vielen Dank, er gewinnt fast augenblicklich seine Fassung zurück. Ich nehme an, ihr verweilt noch etwas in Nebelbergen. Ich bin sicher, dass wir uns noch einmal begegnen werden. Interessanterweise hat er keine Reaktion. Keine bessere Reaktion mehr gegenüber uns. Hier hinten haben wir irgendwo noch. Da ist eine Blechdose. Die interessanterweise Wertvolleres drin hat. Einen alten Dolch noch. Ein bisschen flüssige Seife. Auspuff. Blechdose. So. Ich glaube, ich mache die Folgen mal so 20 Minuten. Und 10 Minuten sind echt. 15 Minuten sind echt wenig. Hier haben wir noch den Arzt für Allgemeinmedizin. Das ist zum Beispiel einer, der Narben behandeln kann. So, ja, sieht er überzeugt das Blut. Das ist interessant, es gibt später. Auf diese Hinweise muss man später achten. Es gibt Missionen, wo halt ein Mörder gesucht wird. Hier ist übrigens eine Ratte drin. Und wenn er halt solche Blutflecken auf dem Ding sieht, dann ist es eindeutig, dass halt er zum Beispiel der Mörder wäre. Aber es ist ein Arzt, der behandelt einfach. Hallo, was wünscht ihr? Und wer seid ihr? Man nennt mich Doc Roberts, zumindest in dieser Gegend. Und wer seid ihr? Ich bin Dark. Tja, Dark, wenn es sonst nichts gibt, wäre ich euch dankbar, wenn ihr verschwendet. Kann ich mal hier Arbeit finden? Der wettergegerbte alte Mann mustert dich von oben bis unten, als ob er etwa herausfinden wollte, ob du nicht vielleicht doch zu irgendwas taugst. Vielleicht, sofern euch ein wenig Gefahr nichts ausmacht. Gefahr macht mir nichts weiter aus, solange die Bezahlung stimmt. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass die Bauernbande die Bank ausrauben will. Pech für sie, dass mein Geld auch in dieser Bank ist. Wer braucht ihr denn mich? Ich könnte wohl jemanden gebrauchen, der mir den Ring frei hält, aber in dieser Stadt hat dazu niemand den Mumm. Hört sich verlockend an, was wäre euch meine Hilfe wert? Tja, das kommt ganz drauf an. Da haltet ihr euch für einen Magier oder einen Wissenschaftler? Ich bin eher technologisch orientiert. Tja, in diesem Fall hätte ich eine gute Pistole hier, die ihr später von mir bekämet, so ihr mir den beim Kampf den Rücken freihieltet. Was müsste ich tun? Wir treffen uns vor der Bank. Ich passe derweil auf, wenn es ungemütlich wird. Wenn es losgeht, erwarte ich, dass ihr an meiner Seite seid. Da treffen wir uns da. Nächste Mission. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo Schnellspeichern gibt. Ja, die Bank. Zu der gehen wir später. Ja, aber die nächsten Logbucheinträge. Ich werde jetzt nicht alle lesen, glaube ich. Denke ich. Als ich Constable Owens Frage über den eingangigen Siegelring stellte, erzählte er mir, dass der Importeur Ristess eventuell mehr darüber wissen würde. Ich habe übrigens die Quests. Blau ist aktiv. Grün ist erledigt. Rot ist gescheitert. Und schwarz ist, da haben wir, glaube ich, Informationen erhalten, aber hat noch nichts begonnen. Das sind lediglich Informationen. So, Hintergrund und am Schlüsselring nichts weiter. Auch verschlossen. Wir können später, wenn wir den Schlösser knacken haben, können wir alles knacken. Vorausgesetzt, wir können gut genug schleichen. Wir haben eine Elfin, Level 24, also mit der sollte man sich nicht anlegen. Ich suche Arbeit. Bräuchte ihr vielleicht bei irgendwas Hilfe? Diese Stadt ist klein und ich brauche nur wenig. Es gibt nichts, was irgendjemand für mich tun könnte. Sie musste dich wirklich für einen Augenblick in Gedanken versunken. Ihr seid offensichtlich auf der Durchreise. Sagt mir, seid ihr schon weit gereist? Ich bin neu in diesem Land, aber ich schätze, durch meine Reise werde ich noch weiter herumkommen. Nun denn, falls ihr bei euren Reisen zufällig auf ein Elfenamulett stoßt, auf dem der Name Entala eingraviert ist, würde ich euch bitten, es mir zurückzubringen. Es ist ein altes Familienabstück, das vor Generationen gestohlen worden ist. Wo könnte es eurer Meinung nach sein? Ich habe nicht den leisesten Hinweis auf seinen Verbleib. Sie wirkt etwas verwirrt. Ich weiß nicht, warum ich euch überhaupt davon erzählt habe. Vielleicht haben die vielen Jahre meine Sinne benebelt. Wie dem auch sei, falls ihr es irgendwo findet, würde ich euch reichlich belohnen. Und jetzt kann ich noch irgendwas für euch tun. Du kannst zum Beispiel heilen, würde uns natürlich kosten. Ein Tauschgeschäft, die haben zum Beispiel die Rezepte. Das sind die Rezepte, die man kaufen kann, um etwas zu lernen. Einmal Stärkungsmittel, einmal Treibstoff. Und hier kann ich hier sicherlich... okay, Kräuter kann ich nicht verkaufen. Interessant, dass die unterschiedliche, oder das teilweise nicht von hier hat, zum Beispiel krasses.
Equipment? Na, hat sie doch nicht. Okay. Das sind 11, dachte ich, hat ein bisschen besseres Equipment. Unverschlossen die Eisentür, aber nur eine Mülltonne. Sowas muss man auf jeden Fall mal absuchen, weil hier teilweise krasses Zeug drin sein kann. Gut, jetzt ist halt fast nur Müll drin, ne? Betten. Aber manchmal kann man diese Kommoden zum Beispiel aufknacken. Oh, einen Händler haben wir hier noch. Hier haben irgendwo noch Zitronenbäume. Da sind sie. Nehmen wir mit. Die Zitronenbäume bräuchten wir theoretisch, um Batterien herzustellen, da wir aber diese Technik nicht haben oder auch nicht lernen werden. Ist das für uns nicht so wichtig. So, hier haben wir noch ein Fass. Ne, okay, das kann man nicht aufmachen. Meistens sind immer die hell sind, die man aufmachen kann. Aber hier wohl nicht. Putzmittel. So, kann man übers Fenster ausklettern, wenn es offen ist. So. Slim Pickens. Hier unten haben wir noch was anderes. Da ist übrigens die Bank hier, dieses Gebäude. Ein Jongles Zauber. Der klettert durchs Fenster. Level 13. Und wer mögt ihr wohl sein? Ich bin Jongle Doom, gebildeter Magier und Alchemist. Wenn ihr in Nebelbergen ein Problem magischer Art habt, bin ich der richtige Mann dafür. Ihr habt mich zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt. Vielleicht können wir uns später unterhalten. Es ist mir ein Vergnügen, ich kenne sie dann. Könnte ich euch behilflich sein? Vielleicht. Ich habe hier in Nebelbergen ein ziemlich delikates Problem. Streng vertraulich, wenn ihr wisst, was ich meine. Natürlich. Dürfte ich euch einige Fragen darüber stellen? Sicher. Was ist das für ein Problem, Mr. Dune? Tja, er beugt sich zu dir und blickt sich geheimnisvoll um. Es gibt hier in Nebelbergen eine Verschwörung, einen dunklen Plan voller Rätsel und Intrigen. Interessant, und was genau scheint dir vor sich zu gehen? Diese ganze Stadt ist daraus aus, mich loszuwerden. Dieser Constable Owens hat den Leuten eine Gehirnwäsche verpasst. Und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich gezwungen bin zu gehen. Ich verstehe, was hat Constable Owens euch denn angetan? Was er mir angetan hat? Der Mann hat die natürliche Ausgewogenheit in Gefahr gebracht, mit der ich mein Brot verdiene. Wisst ihr eigentlich, was das Vorhandensein dieser verdammten Dampfmaschine meinen magischen Fähigkeiten antut? Nein, wovon redet ihr? Dieser verdammte technologische Schnickschnack. Er stört die Ströme, durch die ich meine Mirakel der Magie und Alchemie wirke. Magie und Technologie sind sehr verschieden voneinander. Magie wirkt gegen die Naturgesetze, während Technologie größtenteils darauf basiert. Diese Maschine macht es schwierig, Zauber zu wirken und meine Experimente durchzuführen. Die Geschäfte laufen schlecht. Das ist eine Schande, besonders in einer so großen Stadt wie in den Bergen. Denn der Kasten nimmt er gar nicht wahr. Ja, wenn nur irgendjemand etwas dagegen tun, unternehmen könnte. Er wirft dir einen verschlungenen Blick zu. Was genau schlagt ihr vor? Er senkt seine Stimme. Wenn ihr eine Möglichkeit finden könntet, die Höllenmaschine außer Betrieb zu setzen, könnte ich mich unter Umständen von ein paar Haietränken trennen. Was meint ihr? Einverstanden. Toll, dann freue ich mich, bald wieder von euch zu hören. Na dann, guten Tag. Ich habe jetzt eine neue Mission erhalten. Und zwar, ich muss die Dampfmaschine zerstören. Und hier seht ihr, also es gibt später so viele Seiten an Quests. Und die Dampfmaschine müssen wir mit Dynamit zerstören. Ich kenne halt von dem Spiel halt wirklich noch vieles. Hier haben wir noch ein Gasthaus. Hier müsste der Typ gleich stehen, Doc Roberts. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Der läuft also erst weiter, wenn ich mit ihm zusammenlaufe. Es gibt später noch die Möglichkeit, Schicksalspunkte zu verdienen. Ich habe nie auch nur einen Schicksalspunkt gehabt und ihn richtig benutzt, bin ich der Meinung. Es gibt hier später die Möglichkeit, wenn man Schicksalspunkte verdient hat, sofort vollständige Heilung, gute Reaktion erzwingen und so weiter. Was ist das hier? Ach, hier ist Warten, glaube ich, genau. Hier kann man schlafen, bis eine Stunde, zwei, vier, acht, einen Tag lang bis zum Morgen, bis zum Abend. Gut, wir werden erstmal Doc Roberts helfen. Wir speichern ganz kurz. Hier, dann seid ihr also dabei. Ich habe die Jungs zwar noch nicht in der Stadt kommen sehen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht schon längst da sind. Ich bin bereit. Und wir haben Doc Roberts in unserem Team. Verdammt, sind irgendwie hineingekommen. Verschaff mir diesen Pack eine Beerdigung, Bursche. Ich bin dabei. So, die sind schon lange in der Bank drin. Ich habe jetzt Doc Roberts, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Bam. Genau so muss man es diesen Bastarden... Ach ja, er kratzt sich am Kopf. Ich bin euch wohl etwas schuldig, Also dann, hier, und ich habe nicht viel Erfahrung damit, Leuten zu danken, aber danke. Es ist mir vergnügen, mich Geschäfte zu machen. So. Na, lass meine Waffen in Ruhe. So, das ist nämlich das Problem. Die können die Gena looten und wir können sie auch looten. Deswegen werden wir mal vorher die Gena looten. So. Kassierer.
Level 8. Oh, vielen Dank. Ihr habt euch wahrlich heldenhaft geschlagen. Kann ich euch sonst noch etwas für euch tun? Oh, ich schaue mich nur um. Danke. Ich möchte etwas abheben. Pfoten hoch. Kann man machen. Man kann die Bank überfallen und die beiden Holztruhen den Tresor knacken. Da gibt es hier besondere besondere Eigenschaften. Das sieht wie ein Safe in Kombinationsschloss aus, es gibt kein Schlüsselloch. Heißt also, es ist egal, ob ich die Tür knacke zu dem Raum. Ich kann diesen Tresor nicht mit Schlosserknacken knacken. Es müsste sein, diese müsste den Zettel in ihrem Inventar haben. Hätte ich Taschendiebstahl? Ich probiere das mal ganz kurz. Weil Level 8 ist noch too much für mich. Ich muss schleichen. Ah, okay. Mein Schleichen-Skill ist so schlecht, dass sie das sofort erkennt und mich immer beobachtet. Egal, wo ich hinlaufe, sie beobachtet mich. Ja, mein Schleichen-Skill ist einfach zu schlecht. Ich könnte noch versuchen, eine Taschendiebstahl zu begehen und sie hat halt hier diesen Schlüssel zur Bank von Nebelbergen im Inventar. Dann gehe ich einfach mal von aus, in diesen Holzturm wird das Kombinationsding sein. Oder irgendjemand anders hat die Kombination. Achso, das ist Doc Roberts wahrscheinlich, oder? Der meint ja, sein Geld ist ja auch in der Bank. Wie dem auch sei. So, ich habe übrigens einen Revolver bekommen. 2 bis 9 Schaden. Meiner hat 3 bis 12. Energie 2 bis 5. FT, keine Ahnung. RWT, auch keine Ahnung. Ich habe übrigens eine Rüstung bekommen. Mein schicker Anzug, Rüstungsklasse 2 und Widerstand gegen Schaden. Rüstungsklasse 7 und Widerstand gegen Schaden. Die Dings sind besser, die braunen Jacken. Ich habe jetzt 46 Kugeln wieder. Reicht mir allerdings nicht. Das ist zu wenig. So. Weg, 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 weg. Und jetzt habt ihr gerade dieses Ding gehört. Bedeutet, ich war überlastet gewesen. Und durch das Verkaufen bin ich wieder leichter geworden. Mehr kann ich ihm anscheinend nicht verkaufen. Doch hier die Glühfäden will er noch haben. Das ist immer unterschiedlich, wann die was haben und wann nicht. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Das hier noch vielleicht die Holzkohle? Nee. Er hat ja keine Dings gehabt. Keine. Achso, was ich noch machen wollte. Erstmal eine kurze Pause. Ganz klar. Wir werden das mal ganz kurz. Kann ich das löschen? Ja. So. Wir machen ganz kurz eine kleine Pause. Wir sind in der nächsten Folge wieder von Arcanum. Dann machen wir was. Wir haben übrigens ein Level abbekommen. Das machen wir auch beim nächsten Mal. Das, was wir vorhin gehört haben beim Eingreifen. Oder als wir mit Doc Roberts gesprochen haben, da haben wir Erfahrung bekommen für das alle Dinge der Mission. Machen wir kurz ein paar und sehen uns in der nächsten Folge wieder von Arcanum. Bis dahin. Ciao, Leute.